Hier ist das SKB-Journal am Mittwoch und das sind unsere Themen. Neue Leitung. Vamed-Klinik bekommt neue ärztliche Leitung. Neue Entwicklung. Urteil für Paketboten gesprochen. Und neuer Contesttermin. Skateboard-Wettbewerb musste verschoben werden. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie zum SKB-Journal recht herzlich begrüßen. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein ehemaliger Hermes-Zusteller hatte über 1000 Pakete an verschiedenen Stellen gehortet und nicht zugestellt. Ein Jahr lang blieb das Ganze unentdeckt. Jetzt wurde der 35-Jährige in Brandenburg an der Havel verurteilt und musste gleichzeitig noch für zwei weitere Straftaten büßen. Eileen Lorenz ist eine der vielen Opfer von Sven N. Auch ihr Paket, ein Geschenk für ihren kleinen Sohn Lennox, kam nie an und landete stattdessen in einem der Paketverstecke des heute 35-Jährigen. Für Eileen Lorenz reichte es jedoch nicht mal zum Happy End. Ihr Paket gehörte zu den wenigen, die so beschädigt waren, dass sie gar nicht mehr zugestellt werden konnten. Doch nicht nur dafür musste sich der unzuverlässige Paketbote vor dem Amtsgericht Brandenburg verantworten. Darüber hinaus wurde ihm noch vorgeworfen, eine Körperverletzung gegen seine damalige Lebensgefährtin begangen zu haben. In der Folge dann noch Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht ganz geringer Menge. Das Gericht nahm dem Angeklagten dabei nicht ab, dass er diese nicht geringen Mengen nur für den Eigenbedarf besessen habe, wie er selbst stets behauptete. Auch die erhebliche Körperverletzung seiner gleichaltrigen Freundin im September 2018 sah das Gericht aufgrund deren Aussagen und eines ärztlichen Gutachtens als erwiesen an. Nun noch die unterschlagenen Pakete gepaart mit einem langen Vorstrafenregister. Hinzu kommt ja, dass er unter Bewährung stand und vor nicht allzu langer Zeit vom Amtsgericht Rathe nur zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Seinerzeit ist ihm eine günstige Sozialprognose gestellt worden, weil er Kontakt zu seinen Kindern pflegt und einer festen Arbeit nachgegangen ist. Diese Chance hat er nicht genutzt. Im Gegenteil, die Vorsitzende Richterin attestierte Sven N. in ihrem Urteilsspruch triefendes Selbstmitleid. Stets suche er die Schuld nicht bei sich, sondern bei anderen. Der Angeklagte hatte sich zuvor zwar reuig gezeigt, zugleich jedoch um eine Therapie statt Haft gebeten, beklagte im Gefängnis kaputt zu gehen. Während der Urteilsverkündung zeigte sich Sven N. allerdings uneinsichtig, unterbrach die Richterin mehrfach lautstark und bestätigte damit unfreiwillig das harte Urteil. 3 Jahre und 2 Monate Haft. Selbst die Verteidigung schien das nicht mehr zu überraschen. Der Urteilsausspruch kommt nicht ganz unerwartet angesichts der Vielzahl von Vorstrafen und der Umfang der angeklagten Taten. Haben eine Strafe in dieser Größenordnung vermuten lassen. Dennoch ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Über eine mögliche Revision wurde bislang noch nicht entschieden. Für die Vamed-Klinik in Hohenstücken ist jetzt endlich eine neue ärztliche Leitung gefunden worden. Zukünftig werden 2 Chefärzte die Geschicke der neurologischen Klinik lenken. Durch die Doppelspitze stellt sich die Klinik zukünftig breiter auf und deckt alle Bereiche der neurologischen Rehabilitationsmedizin vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen ab. Ein Schwerpunkt dabei wird der Ausbau des Querschnittszentrums sein. Und damit kommen wir zu den Arbeitslosenzahlen für den Monat Juli. Arbeitslos gemeldet waren insgesamt 3098 Männer und Frauen. Das sind 84 weniger als im Juli 2018. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 8,3%. Das sind 0,3% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan.
Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Was wird das für ein Sommer in Sachen Kultur? Der erste Kultursommer auf dem Marienberg mit einem Programm, das abwechslungsreicher nicht sein kann. Am 23. August startet das Marienberg Open Air mit dem Filmkonzert Magische Filmmomente. Es spielen die Brandenburger Symphoniker um 19 Uhr auf der Freilichtbühne Marienberg. Am Samstag, dem 24. August, kommen dann alle Rock- und Genesis-Fans voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Genesis-Sänger Ray Wilson bringt mit einer siebenköpfigen Band die Welthits von Peter Gabriel und Phil Collins. Ein absolutes Highlight, Genesis Classic. Beginn des legendären Konzerts ist um 19 Uhr. Am Donnerstag, dem 29. August, wird's dann magisch. Das Magier-Duo Golden Ace aus Hannover will den Marienberg verzaubern. Eine Show mit Hypnose und magischen Überraschungen. Das Magier-Duo wird die Zuschauer so beeinflussen, dass sie tun werden, was die beiden wollen, obwohl sie glauben, nach freiem Willen zu handeln. Um 19 Uhr auf der Freilichtbühne Marienberg. Einer der ganz großen Höhepunkte des Kultursommers wird Deutschlands berühmteste Poetry-Sängerin Julia Engelmann sein. Sie ist live am Samstag, dem 31. August um 19 Uhr auf der Freilichtbühne Marienberg. Die 26-Jährige gilt als die Stimme ihrer Generation. Sie begeistert ein Millionenpublikum, ihr Debütalbum, Poesiealbum, stieg ganz hoch in den Charts ein. Erleben Sie die Wortakrobatik der jungen Poetin live und open air. Und am Sonntag, dem 1. September, gibt es dann noch einen ganz besonderen Leckerbissen. Im Rahmen des Kultursommers Brandenburg an der Havel liefern Rachel Yu und Dominik Lacasa ein Showspektakel der Extraklasse. Dominik Lacasa, die Tochter von Frank Schöbel, präsentiert mit ihrer Partnerin die Show Divalicious. Zwei stimmgewaltige Sängerinnen und Performerinnen bieten eine Show vom Allerfeinsten. Sie erleben fantastische Kostüme, die sich in Sekundenschnelle auf der Bühne zu etwas völlig Neuem verwandeln. Großartige Show-Effekte, starke Bühnenpräsenz. Zu jeder Show präsentieren sie einen anderen musikalischen Gast. Um 20 Uhr am 1.9. auf der Freilichtbühne Marienberg. Karten an der Theaterkasse, allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter 03381 511 111. Viel Vergnügen beim Brandenburger Kultursommer. Am Wochenende hat der Rollclub e.V. einen Skate-Workshop veranstaltet. Mit Skaten und auch Graffiti wollte der Rollclub die Subkultur stärken und auf seinen Skate-Contest aufmerksam machen. Am vergangenen Samstag wurde der Stegplatz an der Undine wieder zur Skate Area. Bei bestem Wetter hatte sich der Rollclub e.V. zu einem Workshop getroffen. Ganz simpel nach dem Motto, wer Lust hat, kommt vorbei und macht mit. Zuerst wurde natürlich einfach geskatet. In Vorbereitung auf den Skate Contest hat natürlich jeder seine eigenen Tricks trainiert. Auf dem Contest wird man insgesamt eine Minute Zeit haben, um seine besten Tricks zu zeigen. Wer sich da gut vorbereitet, hat hohe Chancen auf gute Wertungen. Bis zum Contest haben die Skater noch ein bisschen mehr Zeit, um sich vorzubereiten, denn der musste leider verschoben werden. Es hat sich jetzt ein bisschen was getan. Wir werden den Burgenbrotz Contest verschieben, einfach aus organisatorischen Gründen. Es sind sehr viele andere Veranstaltungen noch an dem Wochenende. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, eine neue Idee. Wir werden den Goodbye Contest von der alten Anlage machen, weil wir kriegen ja dieses Jahr gehen ja die Sanierungen schon los, nächstes Jahr die Erweiterung der neuen Anlage. Und deswegen wollen wir nochmal mit allen Skatern auf der alten Anlage in Hundstück nochmal ein großes Abschlussevent feiern. Am 21.09. wird der neue Broken Boards Contest stattfinden. Der Skate Workshop am Samstag wurde dann noch mit einem kleinen Wettbewerb beendet. Eine sogenannte Highest Ollie Challenge, bei der die Skater über so viele Skateboards wie möglich springen müssen. Denn auch solche Minispiele wird es beim Broken Boards Contest geben, damit für alle etwas dabei ist und dann auch jeder skaten kann.
Und damit sind wir beim Wetter, meine Damen und Herren. Pause macht der Sommer nicht, aber so schön wie auf Postkarten wird es halt auch nicht. Hier sind die Aussichten. In den kommenden 3 Tagen wird es wechselhaft sein. Sonnige und wolkige Abschnitte wechseln sich ab und es muss auch punktuell mit Regen und Gewitter gerechnet werden. Am Tage liegen die Höchsttemperaturen bei 25 Grad. Die Nächte werden mit 15, 14 und 14 Grad wieder recht kühl. Soweit die aktuellen Nachrichten, meine Damen und Herren. Ich darf mich verabschieden. Für Sie noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel. Rund um die Uhr werden hier auf allen Stationen Patienten qualitativ hochwertig versorgt. Gut 600 Pflegekräfte arbeiten im 3-Schicht-System. Strecken Sie einmal bitte Ihren Arm aus. Dankeschön. Achten Sie bitte darauf, dass der Pullover nach oben geschoben wird oder den Arm rausfädeln. Gut, dann fühle ich jetzt mal den Puls. Ortswechsel. In der Medizinischen Schule Brandenburg werden derzeit 120 Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet, um dem steigenden Pflegebedarf im Klinikum personell und qualitativ gerecht zu werden. Wir haben die Möglichkeit, hier im Demoraum Idealsituationen zu simulieren und einige Pflegehandlungen auch am Patientenbett untereinander üben zu lassen. Also zum Beispiel die Körperpflege, das Betten, ja? Die Männer rasieren sich gegenseitig, die Zähne werden geputzt. Verbände können simuliert werden oder so wie jetzt eben auch Blutdruck gemessen wird. Blutzuckermessungen können wir üben. Also eine ganze Reihe auch an Pflegehandlungen, an Pflegepuppen oder an unseren Auszubildenden untereinander. Daniela und Martin sind bereits im zweiten Lehrjahr. 12 Themenbereiche von menschlicher Anatomie bis Körperpflege stehen auf dem Stundenplan für die zukünftigen Kranken- und Gesundheitspfleger. Also sie ist durchaus nicht zu unterschätzen, aber wir brauchen natürlich auch viel Wissen, weil wir arbeiten ja tagtäglich dort mit Menschen und dort geht es halt auch um deren Gesundheit und dementsprechend braucht man halt auch viel theoretisches Wissen, was man dort auch arbeiten kann. Ruhig bis zum Ende. Nur wenige Meter weiter im Städtischen Klinikum Brandenburg probiert sich die nächste Generation. Erstmal an einem Stück Kunststoff. Schüler der 8. Klasse der Oberschule Nord dürfen Spritzen setzen und natürlich alle Fragen stellen rund um den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers. Und Frage Nummer 1 ist immer, wie viel verdient man? Ich denke, es ist schon ein wichtiger Faktor für die, die in die Ausbildung wollen, weil letztendlich ist es ein schwerer Beruf mit vielen Herausforderungen, mit hoher psychischer wie auch physischer Belastung. Und da sollte schon der Verdienst auch entsprechend sein. Ja. 800 im ersten bis 1200 Euro im dritten Lehrjahr verdient ein Azubi. Ja, streich ruhig noch mal ein bisschen ab. Genau. Ja, viele Patienten kriegen den Mund nicht so weit auf, weil sie eben auch Erkrankungen haben. Simuliert und das untereinander, was Spaß macht, wird die Arbeit am Patienten. Allerdings immer unter Anleitung von Anja Pegel, die immer wieder zeigt, Spaß ja beim Lernen, aber die richtige Arbeit am Patienten ist eine verantwortungsvolle Sache. Die Auszubildenden müssen vorher schon gucken, was darf der Patient überhaupt bekommen. Und dann muss der Auszubildende darauf gucken, welche Beeinträchtigungen hat der Patient. Also liegt zum Beispiel eine Schluckstörung vor, sind physische Beeinträchtigungen, also eine Lähmung eines Armes oder die Lähmung einer Gesichtshälfte, sodass die Nahrung mitunter rausläuft. Zurück in die medizinische Schule. Was hier aussieht wie ein Wettbewerb im Brötchenschmieren, hat einen ernsten Hintergrund. Die zukünftigen Krankenpfleger sollen verstehen lernen, welche Probleme das Altern mit sich bringt. Martin, geben Sie ihm nochmal ein Tellerglas. Jetzt mal probieren aufzumachen. Sehr wichtig. So, jetzt mal öffnen. Geht das? Jo, das ist endlich ans. Schwerer als sonst, sehr schön. Ja, also die Hand zu drehen ist schon sehr kompliziert. Das ist ordentlich umständlich, den Arm überhaupt zu halten und dann noch zu bewegen. Siehst du das an? Wie schon leichte Handgriffe für Senioren und körperlich Versehrte zur Herausforderung werden. Ja, wir haben einfach unserem Kollegen so einen Anzug verpasst, dass er einfach mal in die Rolle eines 70-jährigen Mannes schlüpft, der halt mit seinen Altersleiden quasi seinen Alltag beschreiten muss. Und es war natürlich zu sehen, dass er in seiner ganzen Handlung halt eingeschränkt ist, ob es die Arme mit dem Heben ist, das Brötchen schmieren. Also schon die kleinsten Sachen fallen dort quasi einfach schwer. Dort konnte man dort auf jeden Fall sehen. Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger geht über 3 Jahre. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab.
5 Wochen sind die Azubis in der Schule, 5 Wochen im Krankenhaus, wo sie schon mit vielen Aufgaben des Berufes betraut werden. Ja, ich habe mit einem sozialen Jahr quasi in diese Richtung gestartet und habe dort meine ersten Eindrücke gesammelt. Und nach diesem sozialen Jahr stand dann die Entscheidung fest, dass ich auf jeden Fall die Ausbildung im Krankenhaus machen möchte. Und ich finde, also die Pflege trägt natürlich das Krankenhaus, weil wenn die Pflege nicht da wäre, was würden die Patienten dann machen? Weil irgendjemand muss sich ja darum kümmern, wenn die operiert werden, dann müssen wir da sein, um natürlich zu überwachen, ob alles in Ordnung ist von den Vitalzeichen her. Also ein Krankenhaus und eine Pflege wird es eigentlich nicht geben. Der Berufsorientierungstag für die Oberschüler Nord geht so langsam mit vielen neuen Eindrücken zu Ende, auch wenn nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte. Die Frage nach Gerichtsmedizin oder Leichenhalle, die habe ich jedes Mal. Es ist also kein Einzelfall sozusagen. Ich denke, das rührt sehr viel aus den Medien, aus Sendungen, Serien, die sich angeschaut werden, dass da so ein großes Interesse besteht, diese Dinge irgendwie mal gesehen zu haben. Aber ich glaube, wenn man wirklich sagen würde, jetzt gehen wir da rein, dann würden die wenigsten das wirklich wollen. Aber trotzdem, ein Bereich, der normalerweise nicht zugänglich ist, wird noch besucht. Der Rettungshelikopter Christoph 35 bringt immer wieder frischen Wind in die Gruppe am Ende jeden Orientierungstags. Weil die in der Regel auch viel ausprobieren dürfen. Hängt immer ein bisschen vom Notfallsanitäter ab, der jetzt gerade da ist. Die meisten erklären ganz toll, die dürfen dann also auch mal reinsetzen, die dürfen den Helm aufsetzen, die dürfen Fotos machen, die bekommen den Notfallrucksack gezeigt und die Geräte gezeigt und deswegen ist das immer so das Highlight für sie. Der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften steigt quasi jeden Tag. Derzeit bildet das städtische Klinikum 40 neue Gesundheitspfleger pro Lehrjahr aus. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Qualität der Ausbildung, denn es geht um Pflege von kranken Menschen, einem ganz wichtigen Segment im medizinischen Bereich.